Meine Damen und Herren, Alexander von Humboldt hat einmal gesagt, Europa verhalte sich zu Eurasien wie die Bretagne zu Frankreich. Und das Satellitenbild macht diesen Vergleich auch sinnfällig. Die naturräumlichen und klimatischen Gegebenheiten haben seit dem Paläolithikum bis in die Neuzeit die Bewegung von Ost nach West und von West nach Ost nahegelegt. Eurasien war in gewisser Weise immer verbunden. Aber Europa und Asien waren natürlich auch häufig und voneinander getrennt. Schon die paläolithischen Jäger hatten großräumige Netze, aber die Ausbreitung der bäuerlichen Wirtschaftsweise zwischen dem 10. und 6. Jahrtausend vor Christus vom fruchtbaren Halbmond bis zur Atlantikküste war das Ergebnis des erstmals nachweisbaren Vordringens von Kolonisten auf der Suche nach urbarem Land. Das früheste Ausgreifen nach Osten ist historisch mit Alexander dem Großen belegt, der bis in den Hindukusch gelangte. Die Seidenstraße, die vielen Seidenstraßen, sind schon wahrscheinlich viel länger, seit dem Beginn des 1. Jahrtausends vor Christus in Betrieb gewesen, heute wieder sehr aktuell. Die Ausdehnung des Mongolenreichs um 1294 war die größte zusammenhängende politische Einheit im Mittelalter. Oder denken Sie an die Pest, die Ausbreitung der Pest im 14. Jahrhundert, als ein tragisches Beispiel, wie weiträumig Eurasien verbunden war. Seit der neolithischen Revolution wurde eine Vielzahl von Innovationen entwickelt, die Eurasien geprägt und seine besondere Rolle erst ermöglicht haben. Wo und wie technische Innovationen in Eurasien entwickelt und verbreitet wurden, ist sozusagen das Grundthema unserer Abteilung und wird nun im digitalen Atlas der Innovationen auch als wissenschaftlichem Tool dargestellt. Und am Beispiel der Wagen zwischen 4000 und 2000 vor Christus kann man detailliert die Ausbreitung einer Innovation exemplarisch nachvollziehen. Sie können das hier auch an einem der Stände sich anschauen. Aber es sind nicht nur die technischen Innovationen, sondern auch religiöse Institutionen wie die bronze- und eisenzeitlichen Deponierungen. Wir haben schon in zwei Berichten davon gehört, von Metallobjekten etwa, die von Portugal bis zum Ural heute sehr schön nachvollziehbar sind. Die Eurasienabteilung war zunächst im preußischen Herrenhaus untergebracht, das seinerzeit von der Akademie der Wissenschaften der DDR genutzt wurde. Heute ist das der Sitz des Bundesrats. Unser Umzug nach Dahlem führte dann in dieses auf der rechten Seite zu sehende etwas bescheidenere Gebäude. Dazu kommen zwei Außenstellen in Teheran und Peking. Die Bibliothek ist die größte Spezialbibliothek für eurasische Archäologie, sehr frequentiert, ein Anziehungspunkt, nicht nur von östlichen, sondern auch von westlichen Wissenschaftlern und auch von Stipendiaten, zum Beispiel der Alexander von Humboldt Stiftung, aber auch anderer Institutionen. In etwa 160 Zeitschriften, Bänden und Büchern haben wir seit Gründung der Abteilung das akkumulierte Wissen zusammengefasst und der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Aber auch Ausstellungen, in denen unsere neuesten Forschungsergebnisse präsentiert werden, etwa im Kaukasus oder in Mittelasien, zeigen das Interesse, auch das öffentliche Interesse an eurasischer Archäologie. Natürlich kann man diesen riesigen geografischen Raum nur exemplarisch bearbeiten und alle hier abgezirkelten Großregionen haben ihre eigenen Besonderheiten. Für den Kaukasus, Mittelasien oder Sibirien gibt es natürlich jeweils ganz spezifische historische Fragestellungen und auch die entsprechenden Netzwerke, in die man erst langsam hineinwächst. Und so sind wir wenige, aber für diesen Raum jeweils sehr spezialisierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich sagte bereits, die naturräumlichen Bedingungen legen Ost-West-Bewegungen nahe und es ist natürlich die Eurasische Steppe, die letztlich die untere Donau mit der Mongolei oder dem sibirischen Tuva verbindet. Die Steppe als Wirtschafts-, als Lebens-, als Kommunikationsraum
Und deswegen liegen auch die meisten unserer Ausgrabungsplätze mehr oder minder in dieser geografischen Zone. Und ich führe Sie durch einige unserer Ausgrabungen in den letzten 25 Jahren, etwa in der Reihenfolge ihres Beginnens. Die Arbeiten der Eurasienabteilung begannen schon vor der offiziellen Gründungsveranstaltung. Im Sommer 1974 mit den deutsch-russischen Grabungen in Tanais an der russischen Schwarzmeerküste. Die antike Stadt Tanais, nahe dem modernen Rostov am Don, war eine der wichtigsten Handelszentren, die im 3. Jahrhundert vor Christus gegründet wurden. Unsere Ausgrabungen haben sich auf ein großes öffentliches Gebäude konzentriert. Und nach der Zerstörung der Stadt um die Mitte des 3. Jahrhunderts wurde die Stadt dann noch einmal in der Spätantike besiedelt. Die neolithische Pioniersiedlung in Aschapina gehört ebenfalls zu den ersten Projekten der Abteilung. Hier in Türkisch-Thrakien sollte die Ausbreitung der bäuerlichen Wirtschaftsweise am Beginn des 6. Jahrtausends von Anatolien auf den Balkan beschrieben werden. Und tatsächlich ist Aschapina inzwischen die am besten erforschte Siedlung dieser Zeit und wird für den gesamten Raum die Referenz für künftige Forschungen darstellen. Und gegenwärtig wird sie auch durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft bei der Aufarbeitung der Grabungsbefunde unterstützt. In Baykara in Kasachstan sollte in den Jahren 1997 bis 1999 eigentlich ein skythisches Grab ausgegraben werden. Doch bald entpuppte sich der mächtige Hügel, einer der größten Kurgane in der nordkasachischen Waldsteppe, mit 85 Metern im Durchmesser und einer Höhe von 7 Metern, schon ein sehr großer Kurgan, als ein skythisches Heiligtum des 5. Jahrhunderts mit einer Reihe von Deponierungen, beispielsweise diesen Netzsenkern hier unten rechts. Hier ist erstmals eine Denkmälergattung, eben ein Heiligtum, ergraben worden, wie es vorher noch nicht in dieser Form bekannt war. In Arjan im sibirischen Tuva fand sich dann im Jahr 2000 das lange gesuchte Fürstengrab. Mit 20 Kilogramm Gold ist es ein herausragendes Zeugnis skythischer Herrscherideologie. Der König war gemeinsam mit einer Frau bestattet worden. Tausende von kleinen Panthern zierten den Königsornat der beiden. Die Hosen des Mannes waren zusätzlich mit Goldperlen bestickt. Der goldene Hirsch krönte seine Mütze. Sie alle haben das Grab wahrscheinlich in der Ausstellung in Berlin oder in Bonn seinerzeit gesehen. Auch in Mittelasien begannen rasch erste Aktivitäten. In Jarkutan, einer urbanen Anlage der bronzezeitlichen Oxus-Kultur, wurde eine große, bewährte Anlage ausgegraben, die ein älteres, unbefestigtes Gebäude abgelöst hatte. Daneben sind auch zahlreiche Gräber in dieser Zeit freigelegt worden. In Nordwestchina wurde erstmals die Architektur der muslimischen Salar detailliert dokumentiert und die Bau- und Nutzungsgeschichte von 5 Wohnhöfen über den gesamten Zeitraum ihres Bestehens rekonstruiert. Besonderes Interesse erregen natürlich die reich beschnitzten Holzhäuser, hier in einem Beispiel zu sehen. Herat in Afghanistan ist seit Jahrhunderten Verkehrsknotenpunkt an der alten Seidenstraße und wirtschaftliches Zentrum der Region. Die Gründung wird häufig Alexander dem Großen zugeschrieben, doch ist sie bereits unter den Achämeniden erwähnt. Als Teil der historischen Provinz Khorasan erreichte sie den Höhepunkt ihrer langen Geschichte im 15. Jahrhundert als Hauptstadt des Timuridenreichs, und die Bauten dieser Zeit prägen bis heute die städtische Silhouette. 2004 entschied sich das DRI in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und dem Ministerium für Information und Kultur in Kabul, das zuvor schon im Bagh-e-Babur in Kabul durchgeführte Forschungs- und Ausbildungsprogramm in Herat fortzusetzen und damit auch die geplante Antragstellung als UNESCO-Weltkulturerbe zu fördern. Im Vordergrund dieser Maßnahmen standen
die Ausstattung und Ausbildung afghanischer Mitarbeiter in archäologischer und bauhistorischer Dokumentation, Baukonservierung, Museumswesen, Restaurierung, Ausstellungsmanagement. Mehr als 20 Mitarbeiter aus Kabul und aus Herat sowie Handwerker, Bauarbeiter waren an den insgesamt 3 Jahre währenden Feldphasen beteiligt. Dazu ist in einem Survey sind über 350 Fundstellen dokumentiert worden, die Herat heute zu einer der oder zu der am besten dokumentierten Kulturlandschaft Afghanistan haben werden lassen. 2004 mussten allerdings schon viele Einschränkungen hingenommen werden. 2006 wurden die Geländefahrten eingestellt. Die Publikation, die mehrbändige Publikation dieser Arbeiten sind ein ganz wichtiger Beitrag, ein kultureller Beitrag in diesem mörderischen Wahnsinn. Die Untersuchungen bei Kislowodsk, auf der Hochebene von Kislowodsk im Nordkaukasus, begannen ebenfalls 2004, als wir auf einen Platz mit Resten von Steinbauten aufmerksam wurden. Es handelte sich um einen dorfartigen Komplex mit einem großen Platz im Zentrum. Um den Platz herum gruppieren sich die Reste von mindestens 20 Gebäuden. Das auf einer Höhe von 1400 Metern war eigentlich nicht zu erwarten. Mittlerweile sind mehr als 280 archäologische Fundplätze bekannt, von denen 100 zum Typ dieser regelmäßigen Siedlungen rechts unten auf der Folie gehören. Und hier konnten in 5 Jahren Geländetätigkeit mit Luft- und Satellitenbildauswertung, Prospektion und Geophysik sowie in weiteren 5 Jahren Ausgrabung konnte eine ganz neue, bislang unbekannte archäologische Kultur der Bronzezeit entdeckt werden. Seit 2004 kann in Pietrele an der unteren Donau geforscht werden. Es geht hier um die Zeit der ersten Kupfermetallurgie in Europa. In diesem Wohnhügel liegen 8 Siedlungen übereinander und für die Zeit zwischen 4600 und 4300 vor Christus können wir die Entwicklung der Dorfstrukturen und der Organisation der Wirtschaft inzwischen gut verfolgen. Hier ist ein auf Redistribution gegründetes Häuptlingstum etabliert, in dem in diesem großen Pitoi etwa erhebliche Speichermengen geschaffen wurden. Besonders bemerkenswert sind die Ergebnisse der mit der Ausgrabung verbundenen geomorphologischen Untersuchungen, denn die nahe am Tell vorbeifließende Donau war zu dieser Zeit kein Fluss, sondern floss durch einen großen See, der hier etwa 8 Kilometer breit war und von hier bis zu der 150 Kilometer östlich liegenden Einmündung der Donau ins Schwarze Meer reichte, also eine Art Fjord oder Ria. In die gleiche Zeit gehört diese Siedlung, Dar-e Bolagi, die wir im Iran im Zuge von Rettungsausgrabungen, zu denen uns die iranische Antikenbehörde eingeladen hatte, erforschen konnten. Hier ließ sich ein Einblick in die Töpferei dieser Zeit gewinnen, denn es fanden sich mehrere Töpferöfen, die natürlich auch unter dem Aspekt der kontrollierten Temperatur im Kontext der Metallurgie von großem Interesse für die Technikforschung sind. Die Oase Bandichan im Süden Usbekistan bietet verschiedene reine Fundorte für verschiedene Zeitabschnitte von der Bronzezeit bis in das Mittelalter, die es erlauben, relativ gut die Kulturabfolge in dieser Siedlungskammer zu verfolgen. Die Verlagerung von Siedlungen erfolgte wohl nach der Verfügbarkeit von fruchtbarem Ackerland und oder Wasser. Die Ausgrabungen wurden seit 2005 durchgeführt und haben Bandichan zu einer Modellregion in Mittelasien gemacht, wo sich das Siedlungsgeschehen über diesen langen Zeitraum sehr präzise und genau nachvollziehen lässt. 2006 begannen die Arbeiten auf der Taman-Halbinsel im nördlichen Schwarzmeer.
Auch hier konnten die geomorphologischen Arbeiten einen wesentlichen Beitrag zur Umweltrekonstruktion in der Antike leisten. Die Taman-Halbinsel war ursprünglich eine Insel. Und so lässt sich mit Hilfe der zahlreichen Beobachtungen durch die Ausgrabungen auch die antike Geographie, wie sie durch den Schriftsteller Strabo überliefert ist, in einem neuen Licht erblicken. Das ist für die Frühgeschichte der griechischen Kolonisation im Nordschwarzmeerraum von großer Bedeutung. Gemeinsam mit der Universität in Charkow in der Ostukraine untersuchen wir die Siedlung und das Gräberfeld der spätantiken Tscherniachow-Kultur des 4. Jahrhunderts nach Christus. In dieser Zeit wird in diesem Kulturkreis die Herstellung von Keramik auf der Töpferscheibe und die Herstellung von Glas beispielsweise von den Römern übernommen. Die Herstellung der Keramik lässt sich hier sehr detailliert anhand der aufgefundenen Töpferöfen nachvollziehen. Die Amphore auf dem linken Foto lässt erkennen, dass es natürlich nicht nur die technischen Dinge waren, sondern auch der Wein, der von den Römern übernommen wurde. 2005 begannen die Ausgrabungen in einer weiteren neolithischen Pioniersiedlung im georgischen Aruchlo, nicht weit von Tiflis. Die Grabungen bestätigten zunächst die Ergebnisse der dort schon über einen längeren Zeitraum stattfindenden Ausgrabungen. Zu unserer aller Überraschung zeigte sich jedoch bald, dass die Siedlungen immer wieder durch Gräben zerstört wurden, die selbst wiederum rasch verfüllt wurden und auf die neue runde Gebäude errichtet wurden. Insgesamt 10 solcher Gräben ließen sich nachweisen, ein sicher rituelles Phänomen, bei dem die realen Gräben in der Gesellschaft symbolisch hier auf diesem Platz zugeschüttet wurden. Von Baktra, dem heutigen Balch bei Masar-i-Sharif in Afghanistan kommend, überquerte Alexander der Große im Jahr 329 den Oxus und eroberte Sogdien. Wahrscheinlich erfolgte dies bei Kelif, wo die einzigen Stromschnellen liegen, die den antiken Texten entsprechen. Im folgenden Jahr mussten in dem Gebiet Aufstände niedergeschlagen werden. Danach errichtete Alexander 6 auf Höhen gelegene Festungen, deren Bauplätze er selbst bestimmte. Eine dieser Anlagen, Kurgan-Sol, konnte 2008 ausgegraben werden. Aufgedeckt wurde das gesamte Innere der runden Festung von ca. 35 Meter Durchmesser sowie die 6 runden Türme an der Nord- und Ostseite. Die Festungsmauer war über 3 Meter mächtig und ebenso wie alles andere aus luftgetrockneten Lehmziegeln erbaut. Die für Zentralasien ganz ungewöhnliche tönerne Badewanne links unten, eine wahrscheinlich von den Griechen eingeführte Innovation, war eines der Highlights in der Alexander-Ausstellung in Mannheim. Am südwestlichen Rand der heutigen Ukraine liegt Orlovka-Kartal. Es ist eine zentrale Siedlung auf einem 4 Hektar großen Plateau eines Berges, dazu eine Vorburg und eine Nekropole. Die älteste Besiedlung gehört in die Frühkupferzeit, in der die Kolonisation dieser Teile des nordwestlichen Schwarzmeerraums vorangetrieben werden. Die Ausgrabung war aber auch deswegen sehr wichtig, weil dieser zentrale Siedlungsberg seit den 1970er Jahren als Steinbruch benutzt wurde, wodurch etwa 80% des Plateaus abgetragen wurden und hier so etwas wie eine klassische Rettungsgrabung noch durchgeführt werden konnte. Eines der ungewöhnlichsten Denkmäler in ganz Eurasien ist die Nekropole von Tartas in Westsibirien. Zusammen mit dem Gräberfeld von Sopka, das benachbart auf einer Kuppe liegt und zu Zeiten hohen Wasserstands wie eine Insel aus der Ebene ragt, ist hier mit beinahe 2000 Gräbern eine Bestattungskontinuität von über 4000 Jahren belegt. Seit dem 5. Jahrtausend wurde hier beerdigt. Das ist schon eigentlich für sich sehr ungewöhnlich und erlaubt uns als Archäologen aber die Struktur der Bevölkerung an einem Ort über eben einen solch unglaublich langen Zeitraum zu untersuchen. Insbesondere neue bioarchäologische Methoden erlauben es, die Ernährung zu rekonstruieren, Verwandtschaftsverhältnisse und vieles andere genauer zu beschreiben.
Die bronzezeitliche Stadtanlage von Gonnodeppe wurde Anfang der 1970er Jahre durch Viktor Sarianidi in der Karakum-Wüste in Turkmenistan entdeckt. Seit 2010 beteiligt sich auch die Eurasienabteilung an den Untersuchungen. Der archäologische Komplex besteht aus einem viereckigen zentralen Palast mit turmbewehrter Festungsmauer, der von weiteren Gebäuden umgeben ist, die dann wiederum durch eine zweite Befestigung mit eckigen Türmen umschlossen wird. Unsere Ausgrabung in Sektor 19, direkt am Nordtor gelegen, haben sowohl größere Gebäude als auch Gräber dokumentieren können. Die Ergebnisse dieser Ausgrabung waren unlängst in einer Ausstellung in Berlin und auch Hamburg und künftig in Mannheim, glaube ich, zu sehen. Kamil Tepe in Aserbaidschan war eine weitere neolithische Pioniersiedlung. Hier fanden sich ebenfalls Gräben und Rundbauten aus Lehmziegeln, dazu eine rätselhafte Plattform aus Lehmziegeln. Die Keramik ist, wie Sie sehen, sehr attraktiv, mit diesen blauen Streifen auf hellem Grund. Und von hier aus ist es auch das erste Mal gelungen, eine bislang ganz unbeachtete und nicht beschriebene Provinz des frühen Neolithikums, nämlich des zirkumkaspischen Neolithikums, zu beschreiben. Kamil Tepe, genauso wie Aruchlo, sind von einem deutsch-französischen Projektteam erforscht worden. Auch in Afghanistan arbeiten wir eng mit französischen Kollegen zusammen. Ich glaube, dass solche europäischen Kooperationen künftig in unserer Arbeit eine noch größere Rolle spielen werden. Im Süden Tadschikistans konnte in den vergangenen 10 Jahren eine vollständige Bronze- und früheisenzeitliche Sequenz erforscht werden anhand von Siedlungen und von Gräbern. Die Siedlung von Saritschar, hier auf dem Bild ganz oben, liegt direkt am Yaxu, an der Stelle, wo er aus dem Pamirgebirge austritt. Und hier ist auch ebenfalls durch die DFG gefördert, in einem Forschungsprojekt für eine Region wirklich die Grundlage der Besiedlungsabfolge in der Bronzezeit ganz neu erarbeitet worden. Ganz andere Zeit, aber das gleiche Land. Vor dieser überwältigenden Kulisse eines Naturtheaters wurde zufällig ein Heiligtum entdeckt. Als beim Bau eines Schulhauses ein Kalksteinbecken von 1 Meter Durchmesser zutage kam. Es ist ein Perianterion, das in griechischen Heiligtümern zur rituellen Reinigung diente. Auch kleine Altäre und Säulenbasen bestätigen, dass es sich um eines der wenigen hellenistischen Heiligtümer in Mittelasien handelt. Ein bislang ganz einzigartiger Befund aus der Gründungsphase des Heiligtums am Beginn des 3. Jahrhunderts vor Christus ist ein etwa 70 cm hohes Vorratsgefäß, das als eine Art Kultschacht benutzt wurde. Der Boden war ausgeschlagen, auf der Sohle wurden verschiedene Weihgaben gefunden, rechts unten im Bild, darunter eine ganze Reihe von Kieseln, die aus dem Fluss Waschdamm, der zu Fuß etwa 30 Kilometer entfernt von Torbulok liegt und anzeigt, dass das Einzugsbereich dieses ländlichen Heiligtums relativ groß war. Wer erfand die Hose, wo und warum? Eine Antwort liegt in der berühmten Turfan-Oase am Nordostrand des Tarim-Beckens. Die geringe Jahresniederschlagsmenge von 16 mm ist der Grund für die gute Erhaltung von organischem Material und die natürliche Mumifizierung. In Shanghai nahe Turfan wurde ein etwa 40-jähriger Mann bestattet und 2003 von chinesischen Archäologen ausgegraben. Kappe, Mantel und Stiefel aus Leder, Poncho, Hosen, Bänder und Gürtel aus Wolle waren fast vollständig erhalten. Die Konstruktion der Hose ist einfach. Sie besteht aus 3 Teilen, 2 Beinteilen, einem Zwickel und wurde zwischen 1074 und 935 vor Christus gefertigt. Die Ausrüstung, die der Mann dabei hatte, charakterisiert ihn als Reiter und als Krieger.
Er hat eine Reitpeitsche dabei, Zaumzeug. Seine linke Hand fasste die Streitaxt und wie alle Bogenschützen trug er einen ledernen Armschutz. Die Ergebnisse des Projekts sind, wie Sie sehen können, schon auf höchster Ebene begutachtet worden. Sie können hier die Hose auch an einem der Stände sich genauer anschauen. Seit 2012 werden gemeinsam mit dem Sinmen-Institut der Universität Haifa die älteren Schichten dieses mächtigen Siedlungskonglomerats aufgedeckt. Dabei geht es um die Beschreibung vom Neolithikum zur Kupferzeit, ein noch sehr im Dunkeln liegender Zeitraum, der aber natürlich für die Frage der Kupfermetallurgie, der ersten Kupfermetallurgie sehr wichtig ist. Und tatsächlich fand sich hier auch eines der wenigen, ganz wenigen ältesten Zinn-Bronzeobjekte, die es überhaupt gibt. Ein Platz, der ganz neu in unser Forschungsprogramm gekommen ist, ist Taperivi in der iranischen Provinz Nordkhorasan, ein 120 Hektar großes Areal, das von der Eisenzeit bis in die Sassanidenzeit von ca. 1000 vor Christus bis 500 nach Christus besiedelt war. Und an diesem Platz, wo monumentale Lehmziegelgebäude freigelegt werden, lässt sich ein achämenidisches Zentrum ergraben, etwas, was es bislang in dieser Form einfach noch nicht gibt. Wie geht es weiter? Die Zukunft ist durch mehrere neue Forschungsperspektiven erstmal gesichert. Dazu gehört die Einwerbung eines Schwerpunktprogramms, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft zum iranischen Hochland aufgelegt hat. Und in den nächsten Jahren wird es hoffentlich eine Vielzahl von Forschungen im Iran ermöglichen. Und ich hoffe, dass auch wir mit einigen Projekten dabei erfolgreich sein werden. Die neuen bioarchäologischen Methoden, die ebenfalls schon mehrfach angesprochen worden sind, sind eine Chance für die eurasische Archäologie. Wir haben dazu in den vergangenen 25 Jahren auch erheblich viel Material ausgegraben, das nun noch einmal neu untersucht und in neue Kontexte wissenschaftlich eingebunden werden kann. In einem bioarchäologischen Projekt haben wir begonnen, die Ernährung und die Mobilitätsmuster der bronzezeitlichen Bevölkerung im Kaukasus zu erforschen. Dazu kamen auch paläogenetische Untersuchungen. Inzwischen lassen sich auch Krankheiten identifizieren. Einer unserer Toten, ein Mann aus Kurgan 21 in Raschewatski, ist einer der ältesten bislang nachgewiesenen Pesttoten. Also über 4000 Jahre vor der mittelalterlichen Pest hat die Seuche schon ihre Opfer gefordert. Und das ist natürlich auch für die gesamte Rekonstruktion dieser Zeit in großräumlichem Maßstab von großer Bedeutung. Die paläogenetischen Untersuchungen erlauben es, die unzähligen Annahmen über Migrationen, die in der Archäologie seit 150 Jahren zur Erklärung von Veränderungen herangezogen werden, zu überprüfen. Und in einigen Fällen stimmt es und in einigen Fällen stimmt es eben auch nicht. Und wir haben in einem Paper unlängst auch zeigen können, dass viele dieser Annahmen tatsächlich sich nicht durch die Populationsgenetik bestätigen lassen. Der Kaukasus wird nun 5 Jahre auch im Mittelpunkt meiner Arbeitsgruppe stehen und der Advanced Grant des ERC wird es erlauben, die technischen und sozialen Innovationen im Kaukasus im 4. und 3. Jahrtausend als einer wichtigen Schnittstelle zwischen den nordmesopotamischen städtischen Kulturen und der nordpontischen Steppe sowie natürlich dem gesamten anschließenden europäischen Raum genauer in den Blick zu nehmen. Am Ende, so viel Zeit muss sein, bleibt noch Dank abzustatten. Zunächst an unsere Förderer, die in den vergangenen Jahren unsere Forschungen überhaupt erst in diesem Umfange ermöglicht haben. Und
natürlich unseren wissenschaftlichen Partnern in den Gastländern, die in allen Projekten mit uns gemeinsam die Ausgrabungen durchführen, die übrigen Arbeiten mit uns teilen. Das ist in vielen Fällen nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, dass unsere Arbeit in den vergangenen Jahren sehr zur Vertiefung der Beziehungen mit unseren Projektpartnern beigetragen hat und hoffe, dass wir das auch in den künftigen 10 Jahren bis zum 200. Jubiläum so werden weiter fortführen dürfen. Dankeschön.